Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play CSR Racing. Ja, und das ist das erste Projekt 2014 und ja, wir sagen, wir legen los. Jetzt mal den ersten Ladevorgang und ja. Und das erste Rennen. Wie man jetzt schon sehen kann, es ist kein typisches normales 3D-Rennen, sondern eher so in Drag-Richtung, also Drag-Rennen, werden die meisten, glaube ich, wohl kennen. Okay, drücke das Pedal, um Gas zu geben. Nach dem Countdown startet das Auto von alleine. Los geht's. Okay. Mal sehen, wie wir uns jetzt beim ersten Rennen schlagen. Okay, schalten, schalten, schalten. Okay. Jetzt. Ja. Das war, glaube ich, nicht so schwer. Okay, erstes Rennen. Okay, zeig mal, was du gegen einen echten Gegner drauf hast. Ja, können wir gern machen. Okay. Ein Ford Focus. Dreh den Motor mit dem Gaspedal hoch, bis das grüne Licht erscheint. Okay, das sollte logisch sein und nicht so schwer. Oh, ja, verkackt. Ah, erst beim roten Ding. Ja, ging logisch. Okay, jetzt aber geht's ab. Okay, das war auch nicht so schwer. Aber es soll noch schwerer werden. Das garantiere ich euch. Hey Jungsprung, komm mit mir, dann kaufen wir den ersten Wagen beim Outlander. Habe ich nichts dagegen, ein Auto ist immer gut. Wir haben eine Herausforderung. Ein anonymer Spender hat für dich $25.000 hinterlegt. Auf der Notiz stand, ich sehe, dass du Potenzial hast, Jungsprung, beweis es mir. Ja, wir haben sehr viel geleistet, also. Was haben wir denn da Schönes? Also einen Dodge. Was ich auch sagen muss, also das erste Let's Play mit der, sagen wir mal, unter Anführungszeichen, wie ich es nenne, halt Next-Gen-Aufnahme, wie ihr im letzten Video gesehen habt. Und ja, habe ich auch schon erwähnt, im Next-Gen-Aufnahme-Video natürlich. Weiß ich natürlich nicht, wann das jetzt online geht. Auf jeden Fall, dass es wieder Let's Plays geben wird und ja, da seht ihr es, es gibt's wieder. Und ja. Ihr könnt natürlich auch mitentscheiden, was für ein Projekt wir dann zocken und ja, was gezockt wird, was halt ins nächste Let's Play kommt. Und ja, für das erste habe ich mir gedacht, CSR Racing passt nicht zu schwer und nicht zu einfach und damit ich dich total verkacke. Ja, ich würde sagen, als erstes brauchen wir aber ein Auto. Okay, diese Goldkunst. Ein A1 S-Line. Der wirkt nicht schlecht. Ein Audi ist nicht schlecht, ja, nehmen wir. Was für eine Farbe. Ein Braun, Schwarz. Ach, das will ich nicht. Das. Ja, und wie ich auch schon im Ding-Video, also im Next-Gen-Aufnahme-Video gesagt habe, kann man natürlich das Ganze anzeigen lassen, halt mit einem Finger, dass das Ganze seht, aber ich sehe jetzt nicht die Notwendigkeit bei Let's Play. Aber wenn ihr es gerne sehen wollt, also diesen kleinen Punkt da, dass man sieht, wo mein Finger berührt, wo mein Finger das Display berührt, kann man gerne einbauen und ja, ich würde sagen, ja, könnt ihr halt in den Kommentaren dann das Ganze reinposten. Ja, okay. Was für eine Farbe nehmen wir jetzt? Einen roten Audi. Ganz klar. Nehmen wir einfach einen roten. Okay, kaufen für 24.500. Da bleibt es noch 500 übrig. Ist nicht viel, aber sollte reichen. Tippe auf liefern, um dein Auto liefern zu lassen. Ja, das liefern wir jetzt schnell. Solange du mit Gold bezahlst, werden Autos eine Weile brauchen, bis sie ankommen. Ich kann sie aber sofort liefern für einen Preis. Dieser geht aufs Haus. Okay.
Also wir werden das Ganze versuchen, möglichst, also das ist in Anführungszeichen ein Free-to-Play-Spiel, aber es ist noch recht gerecht, also in Anführungszeichen, es geht noch und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen und ja, deine Garage, gute Wahl, lass es nicht, das einen Blick in deine Garage werfen, ja, meine Garage, und ja, wie wir sehen, haben wir dabei ein Auto und auch ein paar Plätze, aber ich glaube nicht, dass die alle so, da einfach frei sind. Okay, auf jeden Fall unser schöner Audi. Okay. Natürlich kann man es auch tunen. Motor, Getriebe, Reifen, Chassis. Okay. Aber wir haben da kein Geld und ich würde sagen, wir müssen mal Geld beschaffen. Ja. Level 1. Okay, Optionen will ich mal schnell gehen. Und melde ich bei Facebook an. Will ich nicht machen. Hab keinen Bock auf Facebook. Okay, das sind wir jetzt mal, wie ich mir gezeigt habe. Ein Camp, das ist temporär. Okay, werde es glaube ich noch verknüpfen müssen und alles, aber das mache ich dann glaube ich offline. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter ins Spiel. Das ist nochmal so Auto. Und es kann losgehen. Startkarte. Hallo, ich bin ein Rennleiter vom CSR. Dies hier ist die Startkarte, auf der du Rennen auswählen kannst. Fangen wir mit den regulären Rennen an. Mit ihnen kannst du gut Geld verdienen, damit du dein Auto aufwerten kannst. Nicht schlecht. Auto aufwerten ist nicht schlecht. Ist das Ganze legal? Ist hier die Frage. Dass ich einfach Rennen fahre in der Stadt. Egal. Ja. Das sind unsere Autos. Also eigentlich ist es Enemy. Was für ein Nummernschild. Okay. 3. Ah, jetzt los. Ah. Okay. Ah, verkackt. Grün. Und jetzt schalten wir. Und. Gewonnen. Also, das sind noch die ersten Sachen, also lässt sich nicht davon täuschen, dass es doch zu einfach ist, das wird noch schwerer. Und ja, ziehen wir noch ein paar Statistiken und so weiter. Okay. Du kannst Teile, die du im Aufwärtsmenü gekauft hast, ja und so weiter. Crewrennen, nicht übel, jetzt wird's ernst. Okay. Können wir schon was tunen? Ich glaube nicht. Okay, wir haben gerade das Auto. Auch von der Grafik kann man schon mal sagen, ist nicht schlecht, finde ich. Und sagen sich auch ein paar von euch, also die Grafiker sind auf jeden Fall sehen lassen. Das sind die Crews. Natürlich dürfen Asiaten nicht fehlen. Und noch komische Pony Riders, Warpigs. Das sind halt die Reviere-Regien. Erinnert mich ein bisschen an die alten Need for Speeds, nur dass man halt hier nicht frei fährt. Okay. Auch ein Audi. Oh. Der schaut ein bisschen besser aus, finde ich. Mit diesen ganzen Hündchen drauf. Okay. Und grün. Oh, wir haben verkackt. Also ich glaube, wir sind noch nicht so weit für das. Ja. Das ist klar, das hätten wir jetzt auch. Oh. Wir brauchen eindeutig bessere Teile. Okay. Die beschaffen wir jetzt mal. Jetzt aufwerten. Ja, das war klar.
Benzin verschwendet, würde ich sagen. Okay, was haben wir da? Nitro, ja, schießt schlecht aus. Absaugung. Kann man mal investieren. Was haben wir noch da? Was günstiges, das erste. Unter 1000 gehen wir mal aus. Was anderes vielleicht noch. Absaugung haben wir ja gerade. Das Getriebe. Können wir es nicht leisten. Sind wir leider zu arm. Na komm, nehmen wir nochmal. Oder nein, passt schon. Wir sparen da ein bisschen, würde ich sagen. Okay. Nehmen wir die Ranglistengegner. Oh. It's Dan. Okay, it's Dan. Von mir aus. Okay, besser schalten. Okay, zwischen 7 und 6 ist das letzte Teil, müssen wir da schalten. Okay, gewonnen. Okay. Und schon haben wir die Geld, würde ich sagen. Money, money, money. Okay. Ja, sieht doch noch mal schlecht aus. Okay, designtechnisch hat sich noch nichts am Auto geändert. Können wir auch mal machen. Okay, lackiert haben wir es ja schon. Aber diese klassischen Vinyls. Was haben wir denn da? Rennstreifen. Okay. So finde ich eigentlich echt schick. Ich würde sagen, am Anfang investieren wir ein bisschen in die Ding. Natürlich SBT. Ah, nein. Okay, ich schaue schon, ob man sich da gratis Coins organisieren kann. Aber das mache ich natürlich auch offline. Und ja. Bald haben wir keine Nummernschild, wir sind einfach ein Gangster und haben keins. Egal, wir brauchen auch keins. Es geht ja. Nicht immer muss aussehen. Sagen, wir kommen mit dem Wagen eigentlich mal ein bisschen klar, die Folge. Ja, ich weiß. Ja. Und wenn ich die Musik im Hintergrund da nervt die ganze Zeit in der Garage, dann können wir die auch gerne ausmachen. Einfach in die Kommentare schreiben. Dann wird es in der bei der nächsten Aufnahmesession dann anders sein. Okay, es kann wieder losgehen. 3, 2, 1, go. Okay. Erster Gang. Jetzt schalten, wir haben perfekt geschaltet. Noch ein bisschen verkackt. Aber wir sind noch vorne. Okay, der Abstand wird kleiner. Aber das Ziel ist da. Okay, gewonnen. Und ein bisschen mal in die Regen jetzt wieder. Okay, das ist wirklich knapp. Das war wirklich knapp, muss man sagen. 0,2 Sekunden circa. Da sollten wir uns ein bisschen dann umschalten. Können wir ein bisschen schalten können. Die Traktion. Wir könnten schon einen Motor kaufen. Traktion. Nitro. Ja, okay, Nitro brauchen wir am Anfang noch nicht, glaube ich. Erstmal ein bisschen das Auto modifizieren von Grund auf. 3 Getriebe. Das bringt viel. Könnt Leistung. Getriebe ist eigentlich schon gut. Schnelle Schalten und hochdrehen. Kann man machen. Und Level 2. Okay, wenn wir 2 von diesen Dingen haben, jetzt weiß ich. Okay. Jedes Level kriegen wir eine Münze. Das heißt, im Level 3 können wir uns ein eigenes Nummernschild dann holen. Ist doch nice, oder?
Was nehmen wir jetzt? Gute Frage. Aber es bringt viel. Aber haben wir das Geld dazu nicht. Das können wir auch mal investieren. Und weiter zum nächsten Rennen. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Rennen in der nächsten Folge. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.